Oktober 2010 bei Auerbräu in Rosenheim. Große Veränderungen stehen ins Haus. Die Brauerei bekommt eine neue Sortieranlage und eine neue Flaschenreinigungsmaschine. Der aktuelle Verbrauch an Energie, Wasser und Reinigungsmitteln ist einfach zu hoch. Der Gesamtzustand in der Füllerei ist nicht mehr zeitgemäß. Heute im Abfüllbetrieb sehen wir sehr deutlich die Probleme, die wir haben und die wir durch das neue Anlagenlayout lösen wollen. An dieser Kiste sehen wir, dass wir zum einen hier eine Lücke haben. Wir wollen später nur noch komplett bestückte Kisten vor dem Auspacker haben. Und zwar mit den richtigen Flaschen bestückte Kisten. In dem Fall jetzt diese 111er Gourmetflasche. Und uns stören dann diese NRW-Flaschen, die eben dann nicht gebraucht werden, beziehungsweise auch diese Ale-Flaschen oder auch Bügelverschlussflaschen, die dann durch auch großen Einsatz der Mitarbeiter dann nicht in dem Takt aussortiert werden können, die die Maschine eigentlich bräuchten, um einen kontinuierlichen Fluss sicherstellen zu können. Der erste Ansatz war natürlich der Ersatz der alten Flaschenreinigungsmaschine aus dem Baujahr 1978 mit den Gedanken Umwelt, Wasserverbrauch, Energieverbrauch. Nur der Austausch dieser einzelnen Maschine hätte uns natürlich von Ressourcenverbrauch deutlich verbessert, aber der Anlagenwirkungsgrad wäre uns dann nicht in die Höhe gegangen und die vorgeschaltete Sortierung mit dem Endpalettierer, die bringt uns jetzt dann auch diese Anlagenwirkungsgradverbesserung. So sieht die Flasche jetzt nach der Flaschenreinigung aus. Am Zustand wird sich natürlich nichts ändern. Die wird auch mit der neuen Maschine nicht sauberer sein wie jetzt. Allerdings der Weg dahin ist ein deutlich anderer. Wir freuen uns auf deutlich niedrigere Verbräuche an Wasser, an Reinigungsmittel und auch an Wärmeenergie. Das schont die Umwelt und ist natürlich auch bei den Betriebskosten ganz interessant. Im Kroniswerk Rosenheim hat man sich auf Pack- und Palettiermaschinen spezialisiert. Die Konstrukteure arbeiten hier auch an den Maschinen für Auerbräu.